UFC 113, Shogun gegen Machida. Wir sind hier, Pacific Beach Bar and Grill. Hängen ab, schauen uns die Kämpfe an. Sonntagnachmittag. Wir sind hier beim Surf Contest. Schauen uns mal die Profis an. Sehr, sehr windig. Trotzdem sonnig. Heute stehen nochmal die letzten medizinischen Untersuchungen an. Ich muss nochmal Blut abgeben und Urin abgeben. Ich bin gerade ungefähr 10 Kilometer mit meinem Fahrrad hier gefahren. Buckel rauf. Heute Abend ist noch Konditionstraining. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Naja, aber jetzt sind wir hier beim Medical Center. Da gehe ich jetzt rein. Und check up. So, da muss ich jetzt reinpinkeln. Blut wurde mir schon abgenommen. Das Ganze wird dann im Labor geschickt. Und ja, da wird getestet, ob ich irgendwelche illegalen Substanzen im Blut habe oder im Urin habe. HIV, Hepatitis und ach, was weiß ich, was noch alles. Jedenfalls sind wir hier auf der Toilette. So, die medizinischen Untersuchungen habe ich hinter mich gebracht. Ist immer ein bisschen nervig, aber es gehört dazu. Das meiste habe ich in Deutschland gemacht, aber Urin- und Bluttests haben noch gefehlt. Die musste ich hier machen. Jetzt bin ich fertig, jetzt geht es noch 10 Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause. Kurz ausruhen, ein Haps essen und dann wieder ins Training. Konditionstraining auf dem Programm gesehen. Das sind die Fahrradwege in San Diego, direkt an der Schnellstraße. Sieht aus wie eine Notfallspur, aber es ist ein Fahrradweg. So, heute habe ich gekocht. Es gibt Fisch mit Kartoffeln, ein bisschen Sour Cream, damit es besser flutscht. Blackberries als Nachspeise. Mate-Tee, Wasser. Guten Appetit. Go! Hammer fist! Go! Arm! Come on! Come on! Come on! Hammer fist! Come on!
So, es sind noch genau 4,5 Wochen bis zu meinem Kampf gegen James Wilkes bei UFC 115 in Vancouver. Es ist Zeit, ein kleines Zwischenresümee zu ziehen. Das halbe Camp ist vorbei. Und ja, ich habe durchweg Positives zu berichten, weil ich genieße es einfach sehr, mich nur aufs Training konzentrieren zu können. Ich habe ja keine Probleme, die man sonst zu Hause hat. Ich muss mich nicht um Schule, Ausbildung, Studium oder sonst was kümmern, sondern kann wirklich nur nach mir selber schauen. Mein Tag hier ist sehr, sehr einfach. Ich stehe auf, ich frühstücke, ich gehe ins Training, ich komme nach Hause, esse was, schlafe ein bisschen, gehe wieder ins Training, komme wieder nach Hause, esse was und schlafe wieder. Und so die ganze Zeit. Und nur am Wochenende, am Sonntag habe ich frei, manchmal am Samstag auch, je nachdem, wie ich mich fühle. Und es ist einfach super, Fulltime trainieren zu können. Andererseits ist es ist auch schwer, 10 Wochen lang weg von seiner Familie, von der Freundin, von meiner Freundin, von meinen Freunden zu sein. Ich vermisse die sehr. Und ja, das ist so die Schattenseite an der ganzen Geschichte. Naja, aber ich weiß, dass ich hier einen Job zu erledigen habe und freue mich auf den Kampf. Der Kampf wird einfach, also wenn ich mir das Training hier anschaue, man sagt ja immer, train hard, fight easy, und also ich verstehe jetzt den Sinn dahinter. Ich freue mich schon auf den Kampf, weil das für mich bedeutet, dass ich die schweißtreibenden Trainingseinheiten hinter mich gebracht habe und es dann endlich so weit ist. Ich habe hier wirklich gute Leute, allen voran Dean Lister, einer der besten Bodenkämpfer der Welt. Wir fallen fast täglich an meiner Technik am Boden mit Thomas Duval, einen sehr, sehr guten Thai-Boxer, der mir auch hilft, meine Kombinationen zu setzen, mit dem ich auch viel Sparring machen kann. Unheimlich viele Ringer gibt es hier, mit denen ich an meinem Ring arbeiten kann, speziell am Kampf am Käfig. Das war das, was mir gefehlt hat, mit dem Rücken zum Käfig und sitzend zum Käfig, und das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verbessert. Ja, ich freue mich auf die letzten 4,5 Wochen. Jetzt werden die Trainingseinheiten kürzer, aber knackiger, um nochmal die Kondition hochzupumpen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns. This right now, right? That's well now. This straight up and down. Okay. Walk, roll, push his head. Push. There you go. That's it. But push his elbow with the elbow. Yeah.